Aber es ist eine unruhige Zeit geworden. Was ist denn nun mit dieser Welt passiert? Du redest von Bomezia, oder? Sie wurde ja angeblich von einer völlig unbekannten Armee von Zipfelmützen überrannt. Und was mache ich, wo ich doch in meinen Zeiten wie diesen endlich meinen Mut beweisen könnte? Ich schiebe an diesem einsamen Ort Wache. Sei doch froh. Ich persönlich mag ja eigentlich keine Kriege und ich möchte deswegen auch nicht in einen verwickelt werden. Aber sag mal, war dieser Alte mit dem Gesicht in Breitformat und dem Sack voller Schweißgurken nicht doch ziemlich verdächtig? Nö, finde ich eigentlich nicht. Hä? Ich dachte, du hättest ihn am meisten verdächtigt. Mein misstrauischer Blick ist mir angeboren, das weißt du doch. Ich sag es dir nur einmal, also schreib's dir hinter die Löffel. Unter Gurkenliebhabern gibt es keine bösen Menschen. Die einzige Sorte von Gurken, die ich nicht essen kann, sind nun mal diese ekelerregenden Schweißgurken. Aber irgendwie beneide ich doch den Alten. Kann es sein, dass dich die meisten Leute falsch verstehen? Gut möglich. Sonst wäre ich jetzt wohl nicht hier und würde eine ruhige Kugel schieben. Und damit willkommen auf damals zumindest PlayStation-Zeiten CD2 des Spiels. Dem Schaffner zufolge werden wir bald den Gipfel erreichen. Prinzessin? Fräulein Lilly? Sie ist wohl eingeschlafen. Die Prinzessin scheint diesem verruchten Gerücht über Königin Brain tatsächlich Glauben zu schenken. Aber es ist völlig absurd, dass Königin Brain einen Krieg anfangen würde. Zurück im Schloss werden wir dieses Missverständnis sicherlich aufklären. Aber was rede ich? Meine Aufgabe besteht einzig und allein darin, die Prinzessin wohlbehalten wieder ins Schloss zu geleiten. Nächster Halt, Berggipfel! Bitte alles aussteigen! Schönen herzlichen Dank. Gute Reise wünsche ich euch noch. Allerdings dauert es noch ein Weilchen, bis die Gondelbahn Richtung Alexandria hier eintrifft. Wann wird sie denn ankommen? Sie wird zeitgleich mit unserer Ankunft im Borden hier eintreffen. Also mit anderen Worten, es dauert etwa genauso lange wie die Fahrt nach oben. Da drüben in der Wartehalle könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Dankeschön. Was ist los, Steiner? Prinzessin. Wie oft muss ich euch denn noch sagen, dass ihr mich nicht so nennen dürft? Wir haben es geschafft. Wir sind auf alexandrischem Boden. Wir... Wir sind endlich zu Hause? Aber das Schloss scheint noch nicht in Sicht zu sein. Vor euch mag das Schloss gleichbedeutend mit ganz Alexandria sein, aber... Ihr haltet mich doch nicht für ein unwissendes kleines Mädchen, oder? Ja, aber eure Exzellenz, wie könnte ich? Nun gut, dann lasst uns gehen. Jawohl. So, schade, dass wir bei Beatrix nicht alles klauen konnten, was es dort zu finden gab. Zumindest bin ich fest davon überzeugt. So, was können wir hier? Dann hier, Wille geht runter, Zauberaffix geht hoch. Oh, ne. Hier kommt Willige drunter, dafür aber das alles ein bisschen höher. Seidenhemd. Da haben wir nichts Neues. So, der hat noch zu lernen. Bronzefäust, den können wir durch den Escucheon ausgleichen. Das wäre auch ganz gut. Zauberküras bleibt erstmal. Malchus können wir durch den Falchion entsprechend bald austauschen, wenn er Bestientöter gelernt hat. Dadurch, dass noch nichts anderes den Bestientöter lehrt, belassen wir es auch erstmal dabei und schauen uns ein bisschen um. Und ich muss an der Stelle sagen, ich merke es immer wieder, dass mir dieser Stil, was ihr da so alles seht, ich finde diesen kompletten Stil, ich liebe das. Diese gezeichneten Hintergründe mit diesen kleinen Animationen dazwischen und sowas, ich finde, das hat viel, viel mehr Charme und Charakter als teilweise diese hochpolierten AAA-Titel, die es heutzutage gibt. Nicht alle, natürlich, aber ich finde, mit so simplen Mitteln hast du auch einfach ein so schönes Spiel damals gemacht. So. Gondelbahn-Freak. Willkommen auf dem Berggipfel. Wisst ihr schon, wie Gondelbahn hier funktioniert?
Nee, eigentlich nicht, aber sagen wir mal ja sicher. Na, dann versüßt euch doch die Zeit in der Wartehalle. Machen wir auch, weil ich wollte jetzt mir nicht unbedingt anhören, wie so eine... wie das hier alles funktioniert. So. Aushilfe Mary. Hier warte ich am liebsten. In der Wartehalle sind mir zu viele Männer. Am liebsten wäre ich in seiner Nähe geblieben. Aber arbeiten muss ich ja auch noch. So ist das. Das ist also die Wartehalle. Wir sollten hier Erkundungen einholen, bevor die Gondelbahn Richtung Alexandria eintrifft, Prinzessin. Ja dann, Mechaniker. Wie konnte es mir nur passieren, dass ich in so einer verlassenen Gegend die Bahn instand halten muss? Die großen Tore sind ursprünglich nicht für die Gondelbahnen, sondern auch für die Luftschiffe erbaut worden. Aber im Moment ist es für Luftschiffe nicht passierbar. Ja, ich wollte auch mit dem Typen da reden. Koch, seid gegrüßt! Was darf es denn sein, yo? Wie läuft das Geschäft so? Was gibt es denn hier für feine Spezialitäten? Also, da kann ich euch sagen, unseren Baumkuchen nur wärmstens empfehlen. In Scheiben geschnitten gleicht er den Lächeln der Sonne. In zwei Hälften geschnitten ist er der Regenbogen am Himmel. Das Südentor ist die Brücke zwischen zwei Welten und unser Baumkuchen die Brücke zu neuen kulinarischen Ufern. Der ist überzeugt. Wie läuft das Geschäft so? Gut, gut. Ich kann auf jeden Fall nicht klagen. Hier ist ein Mogri. Was haben wir hier noch? Ladenbesitzer. Nach der Grenze eröffnet sich eine neue Welt. Seid ihr dafür auch gerüstet? Nein, deswegen nehmen wir einfach mal die Stäbe hier mit. So, Eskutieren haben wir schon. Mithril-Fäustling. Nehmen wir mal zwei mit. Xutus-Hut. Filz-Hut haben wir auch. Latex-Helm. Eisenhelm haben wir auch. Ein Barbuda. Nehmen wir auch nochmal mit. Bronze-Harnisch. Habe ich gar keinen im Inventar? Nehme ich dann trotzdem mal mit. Zauberküras. Potions haben wir noch genug. Ja, der Rest ist erstmal wieder ziemlich Latomat. Lili Route. So, da lernt sich mehr durch. Aber erstmal hier Analyse. Ich will ja nun mal, dass alles gelernt wird. Ich bin da so ein kleiner Verfechter von. So, Bronzeharnisch. Alles wird besser. Gibt auch Götterspeise. Der muss eh noch lernen. Dem kann ich eh nichts Neues quasi dadurch beibringen. Hier, Gift und Galle, Götterspeise. Sie hat ja eh noch nichts angelegt. Da kann sie alles anlegen. So. Und wen haben wir hier? Natsuna. Ich habe doch einen Brief für dich, ne? An Natsuna einen Brief überreichen. Ein Brief für mich von Grimo? Danke für die Zustellung, Kupo. Von Grimo an Natsuna. Wenn ich das Unglück von Mary so sehe, deren Liebe nicht erwidert wird, dann wird mir ganz traurig zumute. Hast du schon mal geliebt, Kupo? Ich war noch nie verliebt, Kupo. Aber wenn ich Marys Leid so sehe, dann fürchte ich mich ehrlich gesagt etwas davor. Ich habe Angst vor der Enttäuschung, Kupo. Ich verliebe mich grundsätzlich nicht, Kupo. Das bringt nur Kummer. Nur Kummer. Oh, Leute. Einen bitte. Gerne. An Moschus. Nehmen wir mit. Ich speichere, Kupo. So. Was haben wir jetzt? Speichern wir. Boah, lalalala. Fertig. Steiner. Ich versuche mithilfe dieser Karte unseren nächsten Schritt zu planen. Ja gut, dann mach du das mal. Na du? Reisende nach Alexandria haben noch eine Weile Aufenthalt. Gut. Was war das? Die Gondelbahn Richtung Lindblum ist gerade losgefahren. Zifix, verpasst, Zifix. Hm? Die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Lauf. Da drüben. Sind das nicht... Jetzt hat Hammer doch glatt die Bahn verpasst. Und was machen wir jetzt, hat sie fix? Soll das für meine Schuld sein und so? Das kommt davon, weil du ja noch unbedingt bei deiner schönen Aussicht den Baumkuchen genießen wolltest und so. Jetzt hat Kämmer mir nicht recht, sei die Lindblumen, sie fix. Schon gut und so. Werd's auch nicht dem Chef erzählen. Sie fix. Danke, Alter. Jetzt hat, wo mir das... geklärt haben, brauche ich nur einen Baumkuchen.
Kruzifix. Alter, dieser Akzent. Na toll und so. Ich laufe euch hinterher und zwar umständlich, wie es geht. Lalala. Ich bin Lilly, ich drehe mich im Kreis. So ein Scheiß. So. Elendes Räuberpack! Ihr habt wohl noch nicht genug und wollt die Prinzessin nochmal entführen. Wie ist denn das? Kennen mir die klammernde Blechbüchsen vielleicht, Fix? Kerl, erzähl mir nicht, du hättest mich vergessen. Der Hauptmann dieser Pluto-Truppe, der ständig am Brüllen ist und so. Ah, jetzt fällt's mir an. Der Ritter, der in den Schauspielern Chor und stommelt, als wäre sein Gebiss ein großer Zifix. Das ist ja wohl die Höhe. Ihr seid doch Markus, nicht wahr? Was macht ihr denn an diesem Ort? Prinzessin, dasselbe könnte ich dich fragen und so. Ja, da legst du ihn nieder. Wo ist der Zufall, die Prinzessin, du Treffer? Boah, Alter. Auf jeden Fall sind wir, nachdem wir die verwurzelte Wald verlassen haben. Prinzessin, ihr dürft nicht mit solchen Diebesgesindel sprechen. Auf jeden Fall sind wir... Okay, jetzt mehr keiner mehr rum. Boah, noch dämmert, wer aus dem verwunschenen Wald aus Ausisan. Okay, der will nicht, dass wir mit denen reden. Prinzessin, ihr dürft nicht. Steiner, es ist genug. Aber darf ich nicht einmal mit Bekannten sprechen, die ich nach langer Zeit wieder treffe? Mit Verlaub, aber das sind keine Bekannten, sondern Adelbert Steiner. Jawohl. Schau nur, wie der ausgeschimpft wird, Zifix. Und das will ein Ritter sein und so. Die Bahn nach Alexandria hast du eben eingefahren. Endlich, Zifix. Du fährst nach Lindblum, Zina. Nicht vergessen und so. Bin ich vielleicht so blöd, wie du ausschaust? Vergisst du mal nicht, dass du nach Alexandria musst, Zifix. Genau, und so. Weil ich nämlich nach Tremono muss. Ich bring dir nur zur Bahn, Zifix. Wie ein Steiner da steht. Markus geht also auch nach Treno. Steiner, lass uns auch gehen. Steiner? Nehmt ihr mir das etwa übel, dass ich vorhin etwas laut geworden bin? Mitnichten. Selbstverständlich wird es mir eine Ehre sein, euch zu begleiten. La 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 la, ich bin Lilila. Das ist die Truhe, wie konnte ich die übersehen? Aber noch gesehen. La la la. Ernsthaft, wie konnte ich die Truhe übersehen? Aber wir haben sie ja noch gefunden. Ist ja alles gut, ne? Also, sei ja vorsichtig und mach keinen Schmarrn, Zifix. Keine Sorge, wir werden unseren Kumpel schon wieder dort rausholen und so. Kumpel? Sag mal, was will Markus eigentlich in Treno? Gehst du an nach Treno, Prinzessin? Markus wird da auch ein kleines Geschäft erledigen, Zifix. Ein kleines Geschäft? Bahn Richtung Alexandria fährt ab. Schnell hinein, sonst verpasst du die Bahn auch noch, Zifix. Jo, alles klar. Tschüss. Und rein in die gute Stube. Die gute Aushilfe Mary ist auch dabei. Bahn fährt ab. Sagt Markus, was führt euch nach Treno? Wir wollen Blank retten und so. Blank? Ja, wir müssen unserem Kumpel Blank helfen. Oder hast du ihn völlig vergessen, dass er immer noch versteinert vor sich hingammelt? Um zu helfen, haben wir allerlei Informationen gesammelt und so. Und so haben wir von der sogenannten Silbernadel erfahren, die alle Arten von Versteinerung aufheben soll und so. Weshalb ist dann Sina nach Lindblum? Sina geht in das Hauptquartier der Tantalus, um Bericht zu erstatten und so. Verstehe. Jetzt bin ich aber dran mit Fragen stellen und so. Ja, sicher. Was ist mit Zidane und so?
Wir haben uns in Lindbrunnen getrennt. Na, das Ganze schien ja ohne größeres Tränenvergießen über die Bühne gegangen zu sein und so. Erst helfen lassen und dann tschüss, oder wie? Das ist nicht wahr. Das kommt davon, weil Sinano und alle anderen mich wie ein kleines Kind behandeln. Das ist einfach unmöglich. So, so. Dann wird es wohl so sein und so. Markus, ich würde euch gerne helfen. Wobei denn und so? Es ist schließlich teilweise auch meine Schuld und deswegen möchte ich helfen, die Silbernadel zu suchen. Nicht nötig. Wir schaffen das schon alleine und so. Aber je mehr sich an der Suche beteiligen, desto... Was ist passiert? Vielleicht ein Motorschaden. Ich werde nachsehen. Bitte geduldet euch einen Moment. Ein Gespenst mit Zipfelmütze und Flügeln steht auf den Schienen. Zipfelmütze? Was ist denn los und so? Ist was passiert und so? Guck mal, wen wir da haben. Meine Mission. Prinzessin Garnet lebend. Das ist doch der schwarze Tenor, der uns auf dem Frachtschiff überfallen hat. Verfluchter Ausgeburt. Diesmal werde ich dir endgültig den Nebel abdrehen. Steiner, wartet. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wozu willst du mich? Prinzessin, ihr begebt euch in Gefahr. Tretet zurück. Meine Mission, Prinzessin Garnet lebend. Den kannst du fragen, was du willst und so. Was Gescheites bringt er nicht mehr raus. Aber... Widerstand ist zwecklos. Eliminieren. Und ran geht's an den Guten. So, Markus, klau mal. Donnerstock geklaut. Ja, hätten wir nicht kaufen müssen. Jetzt haben wir ihn doppelt. Geil. Angriff. Schwertknöpf. Angriff. So. Angriff. Zipfelmütze geklaut. Ja, nice. Hauen wir erstmal alles außer Latschen, was er irgendwie entsprechend bei sich hat. Bevor wir ihn dann da endgültig quasi... Blitz! Diebstahl fehlgeschlagen. Klönsch. Ja. Klauen! Nee, noch braucht man nicht ein. Das sehe ich gar nicht ein. Flämpf. Glötsch. Oh, der hält aber doch ein bisschen noch was aus, wa? Dafür, dass er schon so angeschlagen ist. Sorbet. Er ist eingefroren. Diebstahl fehlgeschlagen. So. Schlag. Gewaltiger Stock zerstört alles. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, sowas wie Engel hat sie noch nicht. Königsfeder. Klauen wir ihm auch schon wieder ein bisschen was. Feuer. Lili wird jetzt eh erstmal wieder dann alle heilen. Diebstahl fehlgeschlagen. Der lebt immer noch. Erstmal jetzt wieder alle heilen, ne? Wir wollen ja nicht, dass das hier irgendwie
zu blöden Situationen führt. Und weiter klauen. Immer fröhlich klauen. Einfach klauen. Diebstahl fehlgeschlagen. Alter. Tu mal was an deiner Diebeskarriere. Da ist ja gar nichts. Flemmen. Komm, Markus. Klau jetzt mal was. Steiner geht schon wieder scheiße. Alter. Fletch. Heilmagie, Steiner, Vita. Alter, es ist aber auch ein Aufmerksamkeitssuchti. Klauen. Hauen sie drauf. Blitz. Diebstahl fehlgeschlagen. Der Tenor lebt immer noch. Flem. So. Eis. Und weil Steiner so oder so anspricht. Ist er in Trance natürlich. Diebstahl fehlgeschlagen. So. Fünf. Diebstahl fehlgeschlagen, Alter. Ist doch nicht dein Ernst, Mann. Na, immerhin. Zick, zack, zu. Steiner sieht in Trance so lächerlich aus, finde ich. Also die Rüstung, das sieht so bekloppt aus. Haha! Oh, er hat was gelernt. Aber warum? Warum nur? Warum nur hat er mich verfolgt? Wo er doch kaum noch stehen konnte. Prinzessin. Bumetia wurde angeblich von einer Armee von Schwarzmagiern überfallen. Ich weiß. Von Schwarzmagiern wie dem vorhin wurden die Menschen von Bumetia überfallen und so. Aber wer sollte Interesse daran haben, so etwas? Du hast wohl immer noch nicht verstanden und so. Was soll das heißen? Steiner, hört bitte auf. Ich weiß es doch schon. Ich weiß es doch schon längst. Prinzessin? Bald erreichen wir Alexandria. Wir sollten uns beeilen. Ich muss Butter sehen. Bestimmt wird sie mich verstehen. Ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Markus guckt auf jeden Fall irgendwie ziemlich zufrieden. Wir müssten doch bald da sein. Du hast also schon gemerkt und so, dass Alexandria in Bumetia eingefallen ist und so? Ja, sicher. Ich bin schließlich nicht Steiner. Irgendwie hast du dich verändert und so. Ich? Meinst du meine Sprache? Nicht nur deine Sprache und so. Das kann gut sein. Es ist doch so viel passiert seit damals. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Was denn? Verändert und vor allem verbessert haben sich auch meine Kampffähigkeiten. Ich werde euch schon kein Klotz am Bein sein. Um was geht's denn jetzt und so? Ihr wolltet doch ein Trainer nach der Silbernadel suchen, oder? Naja, wenn's denn sein muss und so. Ich werde dich wahrscheinlich eh nicht davon abbringen können und so. Dann wäre ja alles geklärt, nicht wahr? Treno, wir kommen. Aber was Treno wohl für ein Ort ist? Vielleicht hat sie sich doch nicht so verändert und so. Hey, bleib stehen! Rennen Sie nicht weg! Gehabt euch wohl! Da vorne gibt es eine Kreuzung. Der rechte Weg führt nach Tröno, der linke nach Dali. Na, wer kennt Dali noch? Da waren wir schon. Diese Bahn fährt zurück zum Berggipfel. Bitte nicht einsteigen. Okay. Entschuldigung. So. Hallo, Joseph und Mary. Seid willkommen.
Nicht mal Rabatt. Obwohl wir dir so geholfen haben, Mary. Du bist ein gieriges Stück. Alexandria Station. Oder Alexandria Station. Je nachdem, wie man es sehen möchte. So. Nach Treno. Reisen bei Dunkelheiten auf eigene Gefahr. Und auch die größte Gefahr unter dem Himmel soll unsere Freundschaft nicht trüben. Großfürst von Lindblum, Sid Fable der Achte. Die Gondelbahn Bark Mea wurde zum Jubiläum des 20-jährigen Bestehens der freundschaftlichen Beziehung zwischen Lindblum und Alexandria errichtet. So, hier müssen wir zwar nicht hin, aber, wie ihr wisst, hier geht's weiter nach Dali. Das Tor nach Treno liegt gegenüber. Sag bloß, du willst. Ein Passierschein scheinst du ja zu haben. Moment, ich mache gleich auf. So, wir können jetzt hier sogar raus. Krass. Das wusste ich nicht. Dann machen wir doch mal einen Abstecher nach Dali. Vielleicht haben wir jetzt ein paar Möglichkeiten, da was zu regeln, was vorher halt eben nicht ging. Ah, hier sind wir. Guck mal einer an. Da vorne ist auch schon Dali. Hallo Luftschiff. Und wir werden angegriffen. Nein! So. Ach ja, Steiner geht's nicht gut. Fühler! Fühl mal! Gut, aber die sind hier natürlich auf dem Kampfniveau von damals auch. Sollte also eigentlich nicht so die Gefahr sein. Klatsch! Klatsch! Aber auch da man sieht, Markus kommt dazu, ist immer noch stärker als Steiner. Und eigentlich sollte der ja die Leute beschützen können. Aber mit so einer schwachen Leistung bin ich mir da nicht sicher. Hallo Dali! So, meine Leute.